Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Ich habe wieder einige Details, Secrets und besondere Orte, die du wahrscheinlich in Phantom Liberty verpasst hast. Und wir beginnen auch direkt und zwar an der Statue hier. Die nennt sich Mysterium und wurde 2066 bis 2067 von L und Mark Rollo geschaffen, also hier in Dogtown. Aber die Figur ist jetzt nicht das Wesentliche, sondern wir müssen darüber zu diesem Roboter dort. Das ist nämlich einer der Roboter, die wir hier in Night City finden können und die irgendetwas tun, was normalerweise Menschen tun. Wir hatten da schon Roboter, die Karten spielen, Roboter, die tanzen, Roboter, die einen Striptease für einen anderen Roboter einlegen. Und wir haben auch trinkende und wartende Roboter. Aber hier haben wir nun auch einen spielenden Roboter, der hier sitzt und Musik spielt. Wenn wir den scannen, sehen wir auch, das ist tatsächlich ein Roboter und kein normaler Mensch. Und somit hat er jetzt auch keine Zugehörigkeit. Also die Roboter begleiten uns auch in Dogtown weiterhin. Hier mal die Position von dieser Figur, damit du weißt, wo du hier hin musst, wenn du dir das Ganze selbst anschauen magst. Der nächste Schnellreisepunkt wäre hier Luxor High Wellness Spa oder eben Terra Cognita. Wir sind an dem Schnellreiseterminal Luxor High Wellness Spa und das Ganze befindet sich hier auf der Karte, natürlich in Dogtown. Von hier aus geht's los. Hier gibt es direkt mehrere Details, die man bewundern kann. Am besten beginnen wir mal hier auf dem Gebäude, indem wir da auf das Dach laufen. Hier sind wir auf dem Dach. Jetzt springen wir erstmal hier rüber auf dieses Dach und hier findest du einen geheimen Airdrop, den du einsammeln kannst. Ich bin nicht völlig sicher, ob das hier immer drin ist. Hier hast du eine ikonische Cyberware. Ich meine, die ist random, aber könnte auch sein, dass du die hier auch findest. Ansonsten gibt es hier noch jede Menge andere Sachen, die du einsammeln kannst. Von hier aus geht's weiter. Wir laufen jetzt hier entlang und dann geht's hier links rum und dann am besten hier mal runter, so dass du hier an dieser Ecke bist und von hier springst du einfach da rüber auf dieses Teil. Das sind verschiedene Balkone und auf einem findest du einen Typen, der hat jede Menge zu lesen hier. Da liegen jede Menge Splitter rum. Diese Splitter findest du jetzt nicht exklusiv hier. Die findest du auch anderorts. Aber hier findest du die super konzentriert. Und wie du siehst, der Typ ist hier kräftig am Lesen. Ist jetzt kein besonderer NPC. Ist ein random NPC. Aber die ganze Location hier finde ich sehr, sehr cool gemacht. Das ist hier auf jeden Fall so eine kleine Mini-Bibliothek fast schon. Und der Typ ist hier auf jeden Fall eine absolute Leseratte. Der aber dafür auf jeden Fall weiß, wie er seine Freizeit gescheit einsetzen kann, denn jeder, der so viel liest, der hat auf jeden Fall was auf dem Kasten, würde ich mal sagen. Von hier aus geht's weiter. Wir müssen jetzt immer weiter geradeaus entlang laufen, also diesem Gebäude hier folgen, bis wir hier zu diesem Bereich kommen und dann kannst du hier einmal wieder hochrennen und dann kommen wir auf dieses Dach und hier haben wir wieder Roboter. Eine Installation zumindest mit Roboter, diesmal keine funktionsfähigen, aber wir haben hier irgendwie so ein, ja, wie so ein Voodoo-Schrein oder sowas mit verschiedenen Robotern, die in Teilen rumliegen oder die hier eben so arrangiert sind. Das Ganze sieht so aus wie Altare. Hier haben wir ein archiviertes Gespräch von Pierre-Louis Duval und Johnny August und das schauen wir uns mal an. Ja, was machst du? Ich chille, wurde mir doch befohlen. Echt? Kein Braindance? Keine Ausflüge ins Darknet? Keine gehackten Androiden? Nee, digitaler Detox. Sonne, ein bisschen Tischlern. Ich langweile mich zu Tode. Es ist nichts los. Ich fühle mich wie in so einem beschissenen Achtsamkeits-BD. Tja, aber wenn du nochmal ganz alleine versuchst, hinter die Blackwall zu kommen, dann wird dir nicht einfach bloß eine Pause verordnet, sondern ich schalte dir persönlich das Betriebssystem aus. Eine interessante Formulierung mit dem ich schalte dir dann einfach das Betriebssystem aus, ist halt einfach so als Metapher gedacht, kann natürlich sein, aber vielleicht steckt da auch mehr hinter, wenn ich sehe, dass hier so Roboterteile sind. Vielleicht war einer von den beiden ja ein Roboter, in dem man einen Menschen hochgeladen hat oder sowas, wer weiß. Es ist auf jeden Fall sehr ominös, das Ganze hier. Ansonsten gibt es hier noch einiges zu looten, es gibt ein paar Waffen, es gibt Komponenten und solche Sachen halt, aber jetzt nichts Großes. Interessant ist hier wirklich eher der Ort, der schon ziemlich speziell gestaltet wurde.
Okay, und wir sind zurück auf dem ersten Gebäude, auf das ich gestiegen bin. Da vorne haben wir irgendwo den Schnellreisepunkt, der gerade nicht zu sehen ist, aber ungefähr da, wo die Palmen sind. Und von hier aus bin ich gerade ja hier hochgelaufen, um hier aufs Dach zu kommen. Und dann sind wir darüber gelaufen. Diesmal geht's aber hier entlang, denn dort haben wir eine ganz besondere Situation. Wir haben dort nämlich einige Typen, die ganz offenbar etwas bewachen. Und das ist eine Kapsel. Und hier haben wir, naja, sieht aus wie die Folgen eines Absturzes. Und somit wird vielleicht auch so langsam klar, um was es hier gehen könnte. Aber wir nähern uns mal. Und hier sehen wir dann auch, was wir da genau vor uns haben. Wir haben die Rettungskapsel der Space Force One vor uns, die intakt ist und deren Landung offenbar unkontrolliert war. Darin befand sich Songbird und somit ist Songbird hier gelandet. Und das schauen wir uns mal genauer an, denn hier hat Johnny auch noch was zuzusagen. Da gibt es verschiedene Dialoge, die wir einmal durchgehen. Sieh an, eine benutzte Rettungskapsel mitten in Dogtown. Scheiße. Songbird hatte wohl eine ziemlich harte Landung. Sieht so aus. Und massig Glück, dass sie überlebt hat. Eher Können als Glück. Ja, aber ihr geht's bestimmt gut. Das wird ja immer verquerer und verquerer. Sie muss die Flugbahn angepasst haben. Wäre sie mit mehr Wucht gelandet, hätten wir einen Haufen Schrott und Hackfleisch vor uns. Das wird ja immer verquerer und verquerer. Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr seltsam. Da vorne haben wir noch eine Leiche und der Typ ist verstorben am Blutverlust. Schusswunde im Bauchbereich, Schuss aus kurzer Entfernung. Und auch die Waffenart wird angegeben, nämlich eine Smartwaffe. Es sieht so aus, als hätte sich Songbird ganz effektiv gegen den Typen gewehrt. Ansonsten finden wir nichts weiter. Der Splitter, der da rumliegt, hat nichts mit der Sache zu tun. Aber so weißt du auf jeden Fall, wo Songbird runtergekommen ist. Wir bleiben bei Songbird und diesmal sind wir beim Schnellreiseterminal Gold Beach Marina. Hier mal die Karte, damit du weißt, wo das ist. Das befindet sich im Stadtzentrum Downtown. Von hier aus erreichen wir am besten den Platz, wo wir uns mit Songbird getroffen haben. Das natürlich nur, wenn du dich während der Mission Firestarter für Songbird entschieden hast. Dann wirst du dich hier in einer Seitengasse mit Songbird treffen und genau zu diesem Treffpunkt laufen wir jetzt mal hin. Und hier sind wir an dem Treffpunkt. Wenn du jetzt die Gasse reinläufst und mal auf die linke Seite an der Wand schaust, da siehst du Essensverpackungen und in einer davon befindet sich ein Splitter und den kannst du dir schnappen. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn du die Mission The Killing Moon hinter dich gebracht hast und zwar so, dass Songbird auch verschwinden konnte. Wenn du das hier siehst, weißt du, wie unsere Geschichte ausging. Bin etwas neidisch. Ich hab Angst, Vee. Aber ich muss dir vertrauen. Und wenn du das hier siehst, hatte ich damit recht. Ich danke dir. Und so bekommen wir hier völlig unmarkiert und ohne dass uns irgendetwas darauf aufmerksam macht, hier an der Stelle nochmal eine letzte Sprachnachricht von Songbird, in der sie sich bei Vee bedankt. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Aber hier ist noch ein feines Detail. Und zwar finden wir hier hinten an den Mülltonnen noch einen Splitter und zwar Operation Letzter Flug. Und das ist ein Überwachungsbericht. Minute 9, Übertragungswagen von N54, News kommt an. Minute 87, Geräusch einer Schießerei um die Ecke. Minute 91, AV von Traumateam kommt an. Minute 94, Traumateam fliegt ab. Minute 145, Überwachung unterbrochen, Müllauto. Minute 150, Überwachung wieder aufgenommen. Minute 272, schwarzer Wilford Columbus parkt in der Gasse. Das ist der Wagen von Songbird gewesen. Kein Fahrer. Autopilot? Ja, da lag der Typ richtig. Minute 316. Eine Frau nähert sich dem Fahrzeug. Das war meine Vee. Sie öffnet die hintere Tür auf der Beifahrerseite und steigt ein. Die Tür schließt sich. Minute 318. Hauptquartier informiert.
FIA unterwegs. Erwartete Ankunft in 10 Minuten. Das heißt, bereits hier wusste die FIA, dass wir unterwegs zum Flughafen sind. Also alle Mühe, sich dort zu verstecken, war völlig vergebens, denn die FIA war bereits informiert und wusste bereits, dass wir da sind. Doch das hätte man tatsächlich verhindern können. Wenn wir zu dem Abend zurückkehren, an dem wir uns mit Songbird getroffen haben, dann können wir dort, wo der Splitter ist, einen verdächtigen Obdachlosen ausmachen. Der sitzt dort und wie man sieht, hat er merkwürdig blaue Augen. Und das bedeutet, dieser Typ ist wahrscheinlich ein Agent. Wir finden diese verdächtigen Leute auch später auf dem Flughafen und viele dachten, das wären die einzigen gewesen, aber tatsächlich haben wir hier ebenfalls einen Agenten. Um nun zu vermeiden, dass er seinen Bericht schreibt, müssen wir ihn natürlich killen. Und das machen wir jetzt. Ein Schuss und alles ist vorüber. Nun klettern wir nach unten und dort finden wir dann seinen Bericht. Hier geht das Ganze aber nur bis Minute 272 und zwar zu diesem Punkt, als der schwarze Wilford Columbus in der Gasse parkt. Kein Fahrer, Autopilot? Ja, und dann hört es auf. Der Moment, der beschreibt, dass V jetzt in das Auto einsteigt und dann eben das Weiterleiten der Info an die FIA, das fehlt komplett, weil er konnte es nicht mehr machen und somit hat die FIA diese Information nicht, womit es entscheidender wird, am Flughafen eben nicht von den dortigen Agenten entdeckt zu werden. Allerdings, wer weiß, vielleicht gibt es auf der Strecke zum Flughafen auch noch weitere Agenten, die wir bisher nicht bemerkt haben. Also wenn du in der Mission The Killing Moon unterwegs bist, dann achte auf jeden Fall auf alle verdächtigen Personen. Außerdem empfehle ich dir meine beiden Videos zu den Geheimnissen und Details im Flughafen, die größtenteils während oder nach der Mission The Killing Moon stattfinden. Es gibt da eine Menge spannende Dinge zu finden und dementsprechend auch zu verpassen. Also schau auf jeden Fall mal rein, wenn dich das interessiert. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.